Also wir haben momentan in dieser Legislaturperiode tatsächlich nicht vor, am Thema G8 etwas zu ändern. Wir haben in Baden-Württemberg Stand heute 44 G9-Standorte und wir haben mit den beruflichen Gymnasien ein Angebot, wo klassisch G9 ist, über Realschule, Gemeinschaftsschule oder Wechsel. Ich glaube, dass es in der momentanen Grundlage, ich kenne die Diskussion, gut ist, dass wir uns entschieden haben, die Diskussion nicht zu führen. Wir schauen mal an, was in anderen Bundesländern, die umsteigen auf G9, passiert. Ich brauche gut qualifizierte Lehrer. Ich brauche viele gut qualifizierte Lehrer. Ist G9 wirklich die Antwort auf das, was die Eltern anmahnen? Und deshalb in aller Ruhe momentan kein Thema. Ich will aber nicht ausschließen, dass wir das in einigen Jahren diskutieren. Ja, das ist bedauerlich, aber wir haben momentan immer noch das Problem, dass wir zu wenig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer haben. Deshalb haben wir die Ausbildungskapazitäten erhöht. Das kommt jetzt dann auch beginnend nächstes Jahr, die ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen auf den Markt. Hinzu kommt, dass wir sehr, sehr viele haben, die in Pension gehen. Und das wurde zu spät berücksichtigt, war also schon auch ein Planungsfehler, der leider jetzt auf dem Rücken der Eltern, der Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer ausgetragen wird. Wir haben vielfältige Maßnahmen ergriffen. Es wird besser. Aber ich muss einräumen, dass wohl auch im kommenden Schuljahr wir noch Probleme haben, in Teilen und in bestimmten Fächern und in bestimmten Schularten ausreichend Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stellen zu können. Ich glaube eigentlich nicht. Eigentlich ist der Vorwurf gegenüber mir als Kultusministerin, dass ich es zu wenig vorantreibe. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Zum einen, wir bieten natürlich den gebundenen, verpflichtenden Ganztag an. Aber in ganz Baden-Württemberg, ob ländlich, ob städtisch, ist der Wunsch nach flexiblen Angeboten, wie beispielsweise Hortangebote. Und in der letzten Legislaturperiode, 2012, ist die damalige grün-rote Landesregierung aus der Förderung der flexiblen Angebote ausgestiegen, um nur noch den gebundenen Ganztag in den Mittelpunkt zu rücken. Aus meiner Sicht ein Fehler. Und wir werden jetzt im Haushalt wieder darüber diskutieren, von mir liegt ein Konzept vor, dass wir flexible Angebote wie Horte, Kernzeitbetreuung, verlässliche Nachmittagsbetreuung wieder fördern können, um damit die Angebote für die Kommunen auch wieder besser zu ermöglichen. Ich glaube, das ist das richtige Signal an die Eltern, flexible Angebote und keine Bevormundung von Eltern. Nein, aus meiner Sicht nicht. Ich gebe ein klares Bekenntnis zum bekenntnisorientierten Religionsunterricht ab. Ich glaube, dass das wichtig ist, die Inhalte, die dort vermittelt werden, Werte und Normen. Aber wir brauchen ergänzend, flächendeckend ein Ethikangebot für diejenigen, die nicht mehr den bekenntnisorientierten Religionsunterricht, also evangelisch oder katholisch, besuchen. An diesem Ausbau arbeiten wir, da kommen wir auch voran. Da müssen wir aber noch ein bisschen zeitlich zulegen, das stimmt. Und deshalb katholisch, evangelisch, ethisch, Ethikunterricht ja, aber parallel und nicht ersetzend. Also wir werden momentan, wir legen ein Konzept vor, haben wir schon vorgelegt, wie wir auch ein Beförderungsprogramm für Haupt- und Werkrealschullehrerinnen und Lehrer machen können. Der Grund ist in der Ausbildung. Die Ausbildung wurde verändert und die jetzt jungen Kolleginnen und Kollegen an die Haupt- und Werkrealschulen kommen, werden auch in A13 besoldet. Die Kolleginnen, die älteren Kollegen, die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen sind aufgrund der Ausbildung in A12. Und es ist tatsächlich eine ungute Situation. Das heißt, in Zukunft wird sich das verändern. Und wir suchen jetzt momentan nach Möglichkeiten, haben ein Konzept vorgelegt, dass die Kolleginnen und Kollegen, die seit vielen Jahren erfahren in dieser Schule arbeiten, mit viel Engagement, auch durch Beförderungsprogramme nach A13 kommen können. Wie gesagt, daran arbeiten wir. Aber vom Grundsatz ist die Situation mit den neu ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern dieser Schulart künftig verändert. Wunderbar. Gerne. Danke.